Und beim Stefan Peske und seinen Leuten für den Flohmarkt, die das kurzfristig übernommen haben. Ja. Nein, bei den Flippers bedanken wir jetzt nicht. Bei den Pingpongs unserer OT-Crew, ihr kennt sie. Ja. Danke, persönliches Danke nochmal fürs extra hier, Leute. Es war total schön. Ja. Ich hoffe, für euch war es auch so toll. Also wer das übrigens weiß, die Pings sind die großen, die Pongs sind die kleinen. Die Hauptqualifikation von dem ganz kleinen Pong ist das, der passt vorne in den Hotel. Ja. Die machen aber gleichzeitig einen Campingplatz, natürlich dann auch bei den Pentatext, die bei uns mithelfen und auch die Leute begrüßen. Mafa, ich habe mich gerade bei dir bedankt, du Knallkopf. Ah, schön, ja, genau. Dann natürlich bei unserer nagelneu frisch zusammengestellten und inzwischen mit verdammt geilen Klamotten ausgestatteten Battleground Marshall Crew und unserem Head Marshal, wo ist er? Jawohl, genau. Dankeschön. Ja, wir haben jetzt inzwischen keine Kostenmühe gescheut, haben eine eigene Marshall-Crew aus Nips, aus allen möglichen, die sich hier zusammengefunden haben. Dankeschön, dass ihr das macht. Und ich finde, das ist auch mal von allen ein ganz, ganz fetten Applaus wert. Ohne die Marshalls, ohne diese komplett verrückte Crew, wäre da draußen Sodom und Gomorra. Du, Brave, ich muss weitermachen, sonst haben wir einen neuen. Oh, Entschuldigung, falls ich dich unterbrochen hatte. Hast du noch was draufstehen? Hä? Hast du noch was draufstehen? Ja, das steht aber nicht im Booklet. Dann natürlich bei Marc und der TPU, ist er Marc. So, unsere Macfair-Crew. Beim Flexer als Chef von Blackwater und bei den ganzen Blackwater-Jungs natürlich auch. Und natürlich bei den Generälen. Der Butch! Wo ist er, der Butch? Ja, die einsame Leuchte. Ja, ich seh nur die Stirnleuchte da unten. Danke, Butch. Und natürlich beim King Gray, meine Damen und Herren. Jawohl. Dann bei unserer Big Game Crew, der Uchi K, der Big Game Orga mit Fonky und mit Marco. Wo sind die? Und hinter dir. Ach, da sind sie. Ihr habt euch gut versteckt hinter dem Flexer. Also, unsere sozusagen Chefs. Der Big Game Orga und natürlich eurer ganzen Crew, vielen, vielen Dank. Bei unseren Fahrern, bei Micha, dem Panzerfahrer, der nicht nur den Panzer fährt, sondern auch stundenlang da verbringt, den wieder irgendwie flott zu machen. Und jetzt hat er sogar noch irgendwie alles Mögliche eingebaut. Also inzwischen, glaube ich, kann man da drin auch live Fernsehen oder so, ich weiß nicht. Dann natürlich bei unseren Big Game Generälen, dem Tommy. Dem Paul! Dem Sven! Und nicht zu vergessen, dem Thorsten! Dann muss man sagen, haben wir immer mehr auch Aufbauhelfer, die mir vorher schreiben, ob sie ein bisschen früher kommen. Oh, der Butch! Oh! Und er hat die Haare schön! Ja! Mädels, bitte ruhig bleiben, ja, bitte ruhig bleiben, jetzt nicht durchdrehen, jetzt nicht durchdrehen. Auch wenn er erneut die Haare schön hat. Ja, bitte, bitte, ja. Wir haben schon wieder 10 nach 9. Butch, verpiss dich jetzt. So. Ja, bei unseren Aufbauhelfern, das sind nicht nur unsere Crew, sondern das sind auch immer wieder freiwillige Spieler. Ich möchte hier stellvertretend die Tactical Six nennen, die Blue Brotherhood und auch Farmsturm, die bei uns immer mithelfen. Ja, es sind ja noch viele Einzelne, die im Vorfeld mithelfen und das Ganze hier aufbauen, denn alleine wird man es wahrscheinlich gar nicht mehr schaffen. Dann beim nächsten, wer soll mich bei dem Video bedanken, weiß ich nicht. Bei der Project Freedom Brigade, die auch die Aliens stellen. Wo ist die Project Freedom Brigade? Irgendwo. Verstreut im Feld. Genau. Und ihrem Anführer, meine Damen und Herren, dem Brave. Danke, 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 reicht. Dann haben wir natürlich noch unsere Sanis, den Sören, den Laschi und natürlich auch die Battleground Crew an sich. Den Flo, den Rico, den Gordon im Office, Doug, Carrie, Christoph, die Nicole, die Anja und last but not least, ja, komm mal her jetzt da. Letzten Endes
der guten Seele des Hauses, meiner Frau. Und glaubt's mir, die macht einiges mit. Das könnt ihr euch sicher sein. Alles andere wäre jetzt gelogen. Dann natürlich möchte ich mich bedanken bei dem ganzen Catering, bei der Gastro, bei den ganzen Ausstellern, Delicious Delight, etc. pp. Ohne den ganzen, die jetzt alle sich hier beteiligen, die hier euch unterstützen, Tech-Service machen etc. Auch ohne denen wäre es nicht möglich. Und natürlich auch nicht ohne unsere Bühnentechnik-Crew, den Torte. Seine Mitarbeiter, den ich mit dem Namen gerade wieder vergessen habe. Und unseren DJ, den Bernie. Wie heißt er? Der Norman. Genau, der Norman. Mein Gott, ey. Ja, wahnsinnig schwierig. Dann natürlich auch diejenigen, die bei uns immer für Sicherheit sorgen, nämlich Bronco und seine knallharte Security Crew. Ja. Und auch beim Pavel, der steht da hinten und grillt. Pavel, danke, dass du uns immer unterstützt, denn der Pavel ist sozusagen unser polnischer Chef hier. Ja, danke Pavel. Und jetzt bin ich schon fast am Ende angelangt und das habe ich ja ganz bewusst bis zum Ende aufgehoben, denn einen der aller wichtigsten Jobs hier, und das ist ein Job, den wirklich so gut wie keiner machen möchte, das kann ich euch versichern, übrigens liegt es an euch. Unsere Putzcrew! Also, ohne Putzcrew wäre es hier alles nicht möglich. Danke, dass ihr hier immer so einen Arsch aufreißt. Und dann haben wir natürlich noch ganz neu bei uns hier im Portfolio. Ich muss sagen, ich bin ja schon alt, gebrechlich. Ich kann mir nicht mehr viel merken, sieht man so. Das heißt, ich muss natürlich auch an meine persönliche Zukunft denken. Und deswegen habe ich mir seit letztem Jahr eine Eventleitung gegönnt. Sie ist nicht nur unser Büro und wenn ihr anruft oder E-Mail schreibt, dann kommt sie bei ihr raus. Nein, sie macht die Eventleitung bei unseren Veranstaltungen. Die Jule! Ja, ist natürlich easy, wenn man einen eigenen Fanclub dabei hat. Ne? Das ist dann nicht easy. So! Ah, der Pavel! Hi, Pavel! Oh, Pavel, tanze mich schon. So, und jetzt gibt's noch einen. Ohne den wäre das hier alles überhaupt nicht möglich. Ja? Genau. Den Chef des Hauses, der Geschäftsführer vom Battleground, der Armut. Ich habe es, glaube ich, schon mehrfach erwähnt, aber es wird nach diesem Event Folgendes passieren. Es wird jetzt Montag, maximal Dienstag. Dann habe ich so eine Liste für mich, was ich gerne alles besser machen würde. Und dann rufe ich beim Hartmut an. Und sag, du Hartmut, tu es oder du schreibst es ins Booklet. Dann sage ich, du Hartmut, ich bräuchte das und das und das und das und das bräuchte ich auch noch. Ja, wieso? Wir haben doch schon alles. Nein, Hartmut. Aber, nein, Hartmut. Ja, okay, dann mach halt. Hartmut, willst du drüber reden? Du kannst jederzeit bei mir auch anrufen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt ruf an. Ob er 50% von seinem Gehalt für den Psychologen ausgibt, damit er mich erträgt. Aber, also, ein Ding Applaus noch für Hartmut. So, und zu allerletzt, weil es wird immer wichtiger, ja, bei wem ich mich ganz zum Schluss bedanken möchte, ist das ihr. Ihr alle da unten, denn wir könnten hier uns alles Mögliche ausdenken, wir könnten hier rumbasteln, sonst was, wir könnten verdammt starke Crewfeiern machen, wo wir uns alle wegknallen, bis zum Umfallen, Nuchten, Koks, alles, was du dir vorstellen kannst. Aber das, aber das können wir nur, weil ihr das geilste Gäste der Welt hat und jedes Mal wieder diesen Weg ins Nirgendwo, in die letzten Pampa dieser Welt auf euch nehmt und mit uns 5 Tage hier das größte Paintball-Fest Europas feiert. Dankeschön! Gut, fertig, ja? Bist du jetzt endlich fertig? Jawohl. Aber nichtsdestotrotz,
Und entgegen aller Traditionen möchten wir uns natürlich alle auch bei unserem Bertel bedanken, der das alles für uns ermöglicht. Gebt mal einen richtig raus für den Bertel! Ja, ich muss jetzt reden. Ja, fast eine Träne! Ja, okay. Ja, dann habe ich heute Erektion, ja und? Ist das halt so? Verdient! Ist halt so? Was machst du da hinten mit dem Hasi? Das habe ich gesehen, mit dem Hartmut wieder. Oh, wir ablenken von seiner Erektion. Bei uns abends, glaubt ihr nicht, wenn wir zu Hause sind. Ja, ich bin doch nicht beim Hammer, das Schlafzimmer reingelegt, da flacken die schon alle im Bett. Ach Gott, das ist. So, dann, aber das ist eine ganz andere Geschichte, das muss ich mal irgendwann. Ne? Too much information. Nee, too much. Das erzählen wir jetzt nicht. Ja? Hammer, heute wieder duschen, wir zwei? Jawohl. Moment. Butsch wird es. Ja. Du, wir haben schon Viertel nach. Ja, okay. So, wollen wir Siegerehrung? Wollen wir machen? Oder lassen wir aus? Hey, machen wir Siegerehrung, oder? So, für Siegerehrung brauchen wir ein paar Preise. Hamburg, Handy weg, Preise besorgen. Ah, hast du schon. Gut. So, dann fangen wir an. Der Flo hat mit euch wieder Time Trials Alien Edition gemacht und ich kann euch jetzt schon sagen, wir haben einen neuen Allzeitsieger. Ja, die beste Zeit, die jemals bei uns bei Time Trials geschafft wurde, mit voller Trefferzahl und einer Zeit von 1 Minute und 12 Sekunden. Der Kurt! Wo ist er denn? Kurt, nimm dich gut! Mr. Lover, Lover! Hamburg, Preis! Aber ich hab auf der Rundfunkkarte. Das ist der Typ, ey. Ich bin von Arbeit, ich bin von Vergnügen. Wisst ihr, was ich mit dem mitmache? Das glaubt der Mensch. Ach Gott. Ohne Preis. Ja, aber für Time Trials, Alltime-Sieger, ja, da kann man schon mal was springen lassen. Ja, da geht. Ich würde sagen, eine wunderschöne Tasche von Tones Bambostore. Ich bedanke mich recht herzlich. Herzlichen Dank und herzlich Glückwunsch. 1 Minute und 2 Sekunden, meine Damen und Herren. Gratulation. Das erstmal zu schlagen. Nächstes Jahr, hat im September eine Herausforderung gegeben. Ja, also im September, da kann man was leisten. September übrigens unser 30. Jubiläum. Und ich kann euch jetzt schon verraten, wir werden ganz, ganz fett einen draufsetzen. Werden wir eskalieren? Nein. Doch. September. Ein kleines bisschen. Werden wir richtig eskalieren? Ja. Nee, wir werden pörtschen, Leute. Wir werden pörtschen. Kein Spaß. Wir werden es wirklich tun. Der Bunker ist voll dann mit den ganzen Reste. So, zweite Runde. Wir haben natürlich auch Pistolen-Challenge gespielt mal wieder. Ja, Uchika hat es gemacht. Pistolen-Challenge. Ah, du hast die Preise. Ah ja, ist super. So, Sieger ist das Team Rille. Wo sind die Rille, Jungs? Sieger-Team Rille für die Pistolen-Challenge. Jetzt schon die ganze Mobil aufziehen. Ja, den ganzen. Jawohl. Ja, mach nicht, wenn ich will. Ja, lass jetzt. Rill dich mal her, Junge. Lass laufen. Ist der Lover, Lover. Der Marco überein. Nein, das muss die Herrin des Hauses, muss das mal. Jule. Preise überein. Team Rille, meine Damen und Herren. Team Rille, meine Damen und Herren. Sieger der Pistolen-Challenge. Einen dicken Applaus. Jawohl. Ja, nächstes Mal wieder. Aber dann ohne Bescheißen, gell? So, ja. Ja, wisst ihr, Zuckerbrot und Peitschen. Muss die Jungs ja motivieren. Wo ist der zweite Rille? Also, der hat sich ausgerüllt. Na dann. So. So. Und jetzt kommt Jule und verkündet uns, nachdem sie die Spielleitung gemacht hat, die Sieger der Zombie-Night, meine Damen und Herren. Genau. Und zwar haben sich erfolgreich durchgesetzt Team Alien-Night, Krauts 508. Herzlichen Glückwunsch! Die Krauts 508! Mr. Bombastic! Wir alle sind Bombastic, Romantik, Fantastik, Lover! Mr.
Lova, Lova. Mr. Lova, Lova. Mr. Lova, Lova. Mr. Lova, Lova. Chegando Mr. Bombastic, Zelle Fantastic. Kurz mir noch mit Batsches. Herzlichen Glückwunsch! Also den langen Lulatsch, den kenn ich doch. Das gibt's doch nicht. Also, da ist doch Schiebung mit dem Spiel. Ah, den kenn ich auch? Dich kenn ich nicht. Nee. Ah, den bin ich mir nicht sicher. Ja, Gratulation zum Sieg. Preise. Das kann ich nicht. Das haben wir neu gemacht. Genau, das kann ja alles sein. Jetzt komm, Junge. Grab mal was raus. Ja, Steffen, mach du mal. Ne? So. Ja, drei noch zwei. Jawohl. So. So, Kinder, bei den Größen, da können wir dann untereinander durchtauschen. Aber natürlich soll jeder auch einen schönen Preis bekommen. Ne? Das ist genau das perfekte Farbe. Das ist die perfekte Farbe. Ja, könnte passen. Ne? Ein dicker Applaus für die Siegerin Zombie Nights. Oh, einen Patch habe ich auch noch gestartet, danke. Da sage ich nicht nein, ne? Patche sammle ich immer. Kennst du diese scheiß Patch-Sucht? Ja. Nächstes Thema für den Psychologen. So, jetzt würde ich sagen, ja, jetzt gehen wir mal ins Eingemachte und ich gebe mal das Mikrofon an unseren MacFit-Spielleiter, den Marc. Seid willkommen. Ist der MacFit hier anwesend? Wie bitte? Ich habe es gehört. Oh, okay. Also, also es will keiner das Ergebnis, es will jemand mit uns reden. Gut, Leute, wir sind fertig, ich bin weiter. Nee, also, mal Spaß beiseite. Es waren ein paar harte Fights. Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken. Ach, da hinten hat er sich versteckt. Einmal bei unserem neuen General für die UFC, den Butch. Du brauchst dich gar nicht weiter verstecken, kannst rauskommen. Und einige kennen ihn noch. Er hat früher mit mir zusammen das MacFit hinten gemacht, hat jetzt 2 Jahre Corona-Pause gemacht. Ist jetzt wieder da, ist jetzt der General für die SOC, unser Schatzel. Nochmal einen fetten Applaus für ihn. Ich möchte an der Stelle nochmal richtig fetten Dank sagen an beide. Es hat richtig Spaß gemacht mit den beiden. Super Job. An beide. Sie haben sich auf jeden Fall nichts geschenkt, auf jeden Fall. Wollt ihr noch mal was sagen, bevor ich das Ergebnis verkünde? Okay, ich probiere es mal, ich habe meine Stimme am Feld verloren. Ja, Andreas, wir hatten ausgemacht, wir machen nur Angaben zu Personen und das war's. Ja, mach doch. Ja, ich sag nichts. Oh. Ich sag schon noch was. So, meine Stimme habe ich am Feld verloren, ich musste ein paar von uns motivieren. Aber eins. Ein fettes Danke an alle Fighter von Grün und Gelb, die heute mit dem Scheißwester nach hinten gekommen sind und alles gegeben haben. Ohne euch wäre es nicht gegangen. Dicken Applaus. Wirklich dicken Respekt an die Jungs, die es durchgezogen hatten. Ich kann ganz kurz vielleicht ein paar Zahlen geben, also die Leute, die es interessiert. Wir haben irgendwann eigentlich mit einer Sollstärke von 125, 130 gerechnet, angetreten am Freitag mit 100, angetreten am Samstagmorgen mit 45. Ein Raunen geht durch die Südkurve. So, wir wollen es hier nicht überstrapazieren, der junge Herr hat hier schon fast einen Herzklappenabriss. So. Aber wie gesagt, herzlichen Dank an Team, an mein Team Grün, falsches Armband, an mein Team Grün, herzlichen Dank an Gelb, herzlichen Dank an die Orga. Es hat fast immer Spaß gemacht. Vielen Dank. Wir kommen gerne wieder. Nochmal einen fetten Applaus an die beiden. Auch von mir nochmal einen fetten Dank an euch, dass ihr so hart durchgezogen habt. Gestern bei der Hitze, heute bei dem Regen. Es war nicht einfach, beide Tage nicht. Es hat sich keiner was geschenkt und Marc, trotzdem waren faire Fights. Marc, das hatten wir schon. Jetzt ist egal, das sag ich jetzt nochmal. Kannst du das Mikro danke. Weitergeben? Danke. Das war, glaube ich, für dich. Dein Applaus. Nein, Spaß beiseite.
Ich möchte mich an der Stelle auch nochmal bei meinem Team bedanken, die mich da hinten unterstützen. Das ist zum einen die TPU, zum anderen Blackwater. Tausend Dank dafür, dass ihr das mit mir macht. Auch nochmal einen Dank an Bertel, dass er mich so unterstützt. Auch wenn ich immer unmögliche Sachen haben möchte, er sagt, machen wir. Gut, an der Stelle kommen wir dann jetzt mal zum Ergebnis. Ganz knapp. Sehr, ganz knapp ist der Fall. Ja, ja. Also, wollt ihr beide Tage einzeln oder wollt ihr das Ergebnis gesamt? Alles klar. Es darf ruhig wehtun, komm einzeln. Ja? Alles klar. Am Freitag hat Team Grün 95 Punkte erreicht. Naja. Naja. Am Freitag hat Team Gelb 155 Punkte erreicht. Ich hab ein ungutes Gefühl. Ich hab jetzt schon ein ungutes Gefühl. Ja, wie gesagt, war eine ganz knappe Kiste. Ja. Am Tag 2, UFC, 70 Punkte. Applaus, los, kommt, das waren hart erkämpfte, gute Fights. Am Tag 2, SOC, 170 Punkte. Das macht ein Gesamtergebnis. Team Grün, UFC, 165 Punkte. Team SOC, 325 Punkte. So, meine Damen. Dann kommen jetzt das Eingemachte zum Big Game. Als erstes, einige Big Game-Spieler von euch haben aufgrund besonderer Aktionen und besonders cooler Moves in-game ein Kärtchen bekommen. Da steht Medal of Honor drauf. Alle, die eine Karte bekommen haben vom Medal of Honor, bitte jetzt hier auf die Bühne kommen. Einmal hinter der Bühne lang. Ja, hinter der Bühne, da kommen sie nirgendwo hin. Ja. Ja, da lang, ne? Wo sie da lang schicken? Ist die Sicherheit vor. Ja. Also, kommt einfach rauf. So, rauf mit euch. Einmal aufstellen. Präsentiert euch. So, einmal hier antreten. Oh, eine Dame. Ist nur noch Beschiss. So, bitte mal hier ein bisschen rüberrücken, bisschen rüberrücken. So. So, nachdem ihr Social Media gemacht habt, meine Damen und Herren, diese hier, Herren und auch Dame, werden von uns aufgrund besondere Fähigkeiten im Spiel und besonders coole Moves, die die Marshalls unbestechlicherweise gegen ohne Geld ausgewiesen haben. Meine Damen und Herren, Medals of Honor für herausragende Leistung an diese Spieler, die generell überreichen. Einen dicken Applaus! So, Gratulation. Also Kettenumhängen, das müssen wir noch üben, oder? Also Kettenumhängen, das üben wir noch. Kettenumhängen üben wir noch. Ja, die haben alle Käppis auf. Gib's ihm halt einfach in die Hand. Oder so. So, gib's ihm einfach. So. Ah, wunderbar. So, vielen Dank, dass ihr euch so eingesetzt habt und so geile Moves gemacht habt im Game. Ein dicken Applaus am Arsch. Dankeschön, die Herren und Damen. Die Karten bitte zum Chef.
So. Mädels auf Honor und jetzt, Freunde der bunten Gesangsmusik, jetzt geht's hier um den Pott, meine Damen und Herren. Es wurde im Vorfeld viel gerüchtet und viel drüber spekuliert, wer denn dieses Mal das Teil mit nach Hause nimmt. Ich kann euch sagen, die Endergebnisse sind extrem knapp. Ohne Spaß, sie sind wirklich extrem knapp. Deutlich knapper, als wir zwischendurch eigentlich gedacht haben. Wir fangen jetzt mal mit dem Tagessieg vom Freitag an, Jule, bitte. Ja, und zwar, ihr seid doch gespannt, oder? Wir haben eine Gesamtzahl von Freitag für Team GU von 162 Punkten. Bei Team Tactic für Freitag 212. So, das war der Freitagsspieltag, der zählt ja nicht. Und jetzt? Genau. Jetzt kommt der Zusammenhang. Jetzt wird es heiß. Mal kurz nachfahren. Seid ihr aufgeregt? Kleine Nervosität. Nix. Nein, keine Nervosität. Ja, mach los. Du, wir lassen uns zur Zeit. So. Hat euch heute Spaß gemacht? Ja. Kommt der nächste Mal wieder? Ja, wehe nicht. Ah, okay. Das nächste Mal essen sie besser auf. Ja, nächstes Mal ein bisschen besseres Wetter und so. Sollen wir das jetzt machen mit Ergebnis? Kann ich noch die Tombola machen? Tombola, sollen wir erst noch die Tombola machen? Ja. Okay. Ich habe auch ja gehört. Ja, hast du. Also jetzt kommen wir ins Haus. Okay. Auf. Wir haben heute einen Punktestand für Team GU von 275 Punkten. Ein Applaus! Und Team TT, einen Punktestand heute von 305 Punkten! Gratulation, Team Taktik, zum Sieg beim SBG 29! Team Taktik! Chegando no Mr. Bombastic, sendo fantastic, as minhas bebotes usam Mr. Roll. Sendo fantastic, as minhas bebotes usam Mr. Roll. Smooth. Ok. Wir machen mal ganz ruhig. Oh, meine Fresse. Mein kleines blaues Wunder. Wir haben nicht so viel Zeit, glaube ich, oder? Okay, aber. Naja, lass mal uns von nehmen. Also erstmal ein Riesendanke an jeden Einzelnen, der hier für uns gekämpft hat. Es war wirklich eine harte Nummer. Aber ich möchte jetzt noch mal ganz klar sagen, was die GU hier heute geleistet hat, scheiß drauf, wer da auf dem Feld war oder nicht, es tat uns weh. Ihr habt uns in den Arsch getreten. Also, ein wohlverdienter Applaus auch nochmal für die Roten, wirklich, macht es. Das war lange. Ich möchte mich nochmal persönlich bei meinen Frontführern bedanken. Wo ist mein Kaiserreich? Großen Applaus für euch. Wo ist denn mein Zarenreich? Und zu guter Letzt auch noch mein Königreich. Meine heißgeliebten Jampa! Gigantische Leistung. Nochmal ein Danke wirklich für den Support, für alles, was ihr so macht, dass ihr hier seid. Ihr guckt, wie er riecht, einfach alle. Wie er riecht vor allem, wie gut. Das wird erstmal hier runterkriegen, ehrlich. Aber wir machen es jetzt schnell. Wie gesagt, auch nochmal an dir, wirklich. Ein riesengroßer Danke, die Leistung, die du hier heute gebracht hast, war auch enorm. Hast mir öfter den Arsch gerettet, als ich dachte. Aber
auch nochmal bitte einen Applaus für meinen Vize, ja? Hat er sich verdient. Meine große Überraschung, in meinem Lager kam gerade tatsächlich mehr von Los Woodlands, ja, schwer zu erkennen, kennt nicht jeder. Meine Leute, wo sind sie denn überhaupt? Da vorne? Ich möchte mich nochmal bedanken, dass er so eine geile Überraschung, dass er mich so unterstützt, das ist der Hammer. U-Bahn! Gigantisch, super. Okay. Und zu guter Letzt machen wir nochmal. Wer sind wir? Team Taktik! Wer sind wir? Team Taktik! Team Taktik! Au! 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 Einen dicken Applaus für die Sieger SPG 29! Team Taktik! Dankeschön, meine Damen und Herren. Ich möchte mich auch nochmal bei euch gratulieren und danke nochmal. Boah, Leck, du zitterst so leicht, ne? Du zitterst so ein kleines bisschen. Danke, dass ihr uns immer unterstützt. Auch danke nochmal an die Generäle der GU für eure tolle Leistung heute. Heute Nachmittag war ultra knapp. Das letzte Spiel habt ihr übrigens nochmal für euch entschieden, möchte ich nur nochmal sagen. Letzte Mission ging an GU. Da darf man ruhig mal klatschen! So! Dankeschön. Und bei uns geht's jetzt in die Endrunde, bevor dann die Band Rockpirat weitermacht. Wolf, I need you. So, guys. For our tombola, I have, you're a luck bringer for the players. Okay. I think the one, someone knows him from, from social media, from Canada. My friend, Wolf! Dankeschön, Deutschland. This was an amazing game, amazing experience. I thank you very much. And ja, er sagt danke, er find's geil. And I gotta say, I play in games all over the world, host the biggest events, from 500 people to 4,000 people. And I have to tell you, I'm going to tell the rest of the world, Deutschland knows it's paintball. Wir sind in Polen, aber ja, danke! You guys are crazy! Love it! So, auf geht's! Gucci, auf geht's! Hold on, I'm not going to read the number. Tombola, meine Damen und Herren, Tombola. Ihr habt alle so kleine Lose bekommen, ja? Jetzt geht's los. Ja. Auf geht's! No. Die Nummer 218, meine Damen und Herren, 218 blau! 218 blau! Wer hat 218 blau? Nächster! 226 rot! 226 rot, oh, Freestyle! Meine Damen und Herren, Freestyle! 226 rot. Wo ist die 226 rot? 218 blau, 226 rot. Niemand da. Habt ihr nicht? 226 rot, 218 blau. Keiner? Hast du? So, komm, überprüf mal. So, next one. 190, was ist denn das? Blau. Grün. 190 grün. Du. Jawoll. Green, blue. Also unser DJ ist, der ist wirklich geil. Den nehme ich nie wieder. Na, Schmarrn. So. Jawoll. Gratuliere. So, was haben wir hier? So, du kannst ja auch mitmachen, komm. Darf ich auch mitmachen, du bist so ja, gut. Klar. Ja, du bist so gut. Ich hab die ganze Zeit gewartet. Hab ich nicht nur verdient, echt. Ja, die Petra, die macht nicht so gern Mikro und so. Das ja. 178 rot, meine Damen und Herren. 178 rot, noch ein weiteres, Dytec, schwarzes, top.
178 Rot, das ist jetzt deine Chance. Du gewinnst ein Nichts. Ein was ganz was Geiles. Was richtig Geiles. Oh, schicke Jeans. 511 Jeans. 178 Rot. Wo haben wir es denn? Ah, da ist eine Hand oben, da ist eine Hand oben. Ah, ist das der 178? Ah, das ja. Ist die 178. Ja, gut. Dann haben wir hier 168 Geld. 168 Geld. Achso, das sind die CT, die freuen sich nur. 168 Geld. Wo haben wir die 168 Geld? 178 Geld? Ich sehe keine Hand. Guck mal, hol dir einen neuen Zettel, wir müssen da vorwärts kommen. Ne? Die Leute haben ja die aktive Arbeit gegeben. You're not the lucky guy, Herr Gestoff. Alright. 178 Geld. Ja, du da hinten, auf geht's. Er macht nichts, wenn es schnell geht. Ja, du musst schon 168 Geld. Also, schwind die her da. Okay. Du machst auf. Kontrollieren. Oh, oh. Ah, außer mir. 359 Rot. 359 Rot. 359 Rot. Da hinten. Ah, komm mal ran. Komm mal ran, komm mal ran, komm mal ran, komm mal ran. 359 Rot. Jule, du machst Freestyle. Freestyle! Freestyle. Everybody loves freestyle. Yeah. Wait, hold on. Who wants freestyle?